Hey ho, Leute, und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von Silence, The Whispering World 2. Doch diesmal leider ohne unseren kleinen grünen Freund, was ich immer noch mega sad finde, Mann. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir müssen weitermachen. Wir müssen weiter unserem Manne stehen und unsere Mission erfüllen. Und vor allem, was wir auf jeden Fall tun müssen, eine Laterne gucken. Shana sagte, der Weg führt durch das Licht. Ja. Das ist eine sehr melancholische Formulierung mit Leben und Tod. Also der Weg führt durch das Licht. Der Splitter. Aha. Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Kein Licht weit und breit. Nur eine Wolkenwand. Ich probiere einfach mal was. Da ist nix. Ich bin einmal komplett durch, Cedric. Da ist nix. Verarschen? Da! Da, was vibriert. Da, ja. Da! Da ist ein Leuchtturm. Das Licht der Hoffnung, dass das Meer erleuchtet. Na klar! Ah, das macht Sinn. Das ist wieder logisch. Hast du gehört, Winnie? Wir müssen zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm. Kurz vor Mond. Was? Ja! Spot? Cedric? Spot? Spotty! Ja. Du bist wieder da, Spotty. Ich bin ja so froh. Toll! Ich will auch fliegen. Aber wie? Wow, wow, wow. Das ist doch Zauberei. Ja, Spot, er ist ein Schmetterling. Ein sehr pelziger Schmetterling, aber immerhin. Wie eine Motte im Wind. Hui. Was? Das kann doch gerade nicht real sein. Was? Hab dich. Ich meine, es ist eine Traumwelt, es ist Silence, also kann das durchaus real sein, was hier abgeht, aber was? Aber Spot ist da. Das Los, ist das, noch mal. Das ist die Hauptsache. Schön. Und Dreamy ist glücklich. Das sieht man hier gerade voll... Ernsthaft? Man kann man nicht invertierte Steuerung. Ich kann damit nicht umgehen. Hallo. Okay. Ich bin das anders gewohnt. Bei Battlefield fliegt man anders. Hurra! Kann ich die Steuerung nicht irgendwie invertieren? Ich bin das so nicht gewohnt. Normalerweise lenkt man in dem Flugzeug anders. Ich bin das so nicht gewohnt. Okay. Nach unten lenken, dann fliegt man auch nach unten. Normalerweise dreht man es ja anders. Ich fliege eigentlich, wenn ich solche Spiele spiele, eigentlich immer invertiert. Okay, aber das stellen wir jetzt mal extra nicht um, deswegen. Macht es denn hier Sinn, dass ich gut fliege? Weil ich kann das gerade gar nicht, weil ich die Steuerung hier gerade nicht gewohnt bin. Ja, sorry, Rini. Aber ich bin das anders gewohnt. Normalerweise steuert man anders bei solchen Games. Deutlich anders. Ich meine, ihr werdet wissen, was ich gerade meine. Uah. Gibt es hier Leben oder so? Kann ich hier verlieren? Ich hoffe mal nicht, was das einfach mal für ein abstrakter Traum ist. Mir fehlt nur gerade die musikalische Hintermalung. Das fehlt mir gerade so ein bisschen. So, die Wolke werden wir treffen. Die Krieg treffe ich auch noch. Nein, treffe ich nicht, natürlich. Oh! Ups. Schön. Gar nicht mal so leicht, aber doch. Ich meine, das ist ja schön. Ich geb dir einen Vorsprung. Spot, du bist so lang. Ich geb dir einen Vorsprung. Ja, Spot. Wetten, dass ich dich ganz schnell einhole? Passt bloß auf, ihr Wolken. Jetzt scheuche ich euch weg. Alle. Ah, wie schön.
Nicht schon wieder fliegen. Mann. Also ich finde die Idee, die wir hier gerade, oder besser gesagt, das, was wir hier gerade durchleben, finde ich eine mega coole Idee, aber ich finde, dass die Steuerung hätten sie invertieren sollen. Ich bin das nicht gewohnt, so zu fliegen. Das ist das Einzige, was ich gerade am Meckern habe. Ich habe was zu meckern an dem Spiel, das ist so dunkel. Hurra! Ups. Und mir fehlt hier auch gerade deutlich musikalische Hintermalung. Schade eigentlich, aber egal. Mann, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr, wie ich gerade nach oben lenken wollte, indem ich das Gamepad nach unten drücke? So lenkt man nämlich normalerweise bei Flugspielen nach unten, indem man in ein Flugzeug fliegt beispielsweise. Doch hier ist das direkt gestellt, die Steuerung. Normalerweise ist es invertiert. Und ich glaube nicht, dass man das umstellen kann. Ich glaube nicht, dass sie eine invertierte Steuerung eingeführt haben, extra nur für diesen Part hier. Das fände ich unrealistisch. Ich finde auch übrigens die Idee lustig mit den Boostringen, also die Wolken. Wow! Und ich glaube nicht, dass wir hier Leben haben. Oder? Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Oh, Spot. Ich liebe die Musik gerade, ne? Das ist, wie hieß die Musik nochmal? Nee, das ist nicht das Spot-Theme. Was? Was? Spot fliegt schneller, verdammt! Ja gut, unten ins Wasser, also von dem her. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nein, es war nur ein Traum. Spot ist nicht zurück. Spot ist nichts. Mann, ich dachte, wir haben Spot wieder. Oh Mann, das ist ja noch viel schlimmer, als uns die Tatsache vorzuhalten. Gebt ihr uns auch noch eine schöne Zeit mit Spot und dann sagt ihr, das ist ein Traum. Wollt ihr mich verarschen? Das ist gemein. Spot, wo bist du? Komm runter, Rini, komm! Aber Spot ist weg. Wir müssen ihn suchen. Komm jetzt, wir sind kurz vorm Ziel. Oh je, da. Gut gemacht, kleiner Hüpfer. Das war ein Traum. Super. Wie kommen die hierher? Oh nein. Ist das Ende? Oh fuck. Sorry. Sie wollen den Splitter. Was soll ich machen? Ihn zuwerfen? Nein, lauf zum Leuchtturm. Schnell! Und du? Mir wird schon was einfallen. Geh jetzt. Nein, ich lass dich nicht allein. Geh zu Noah, Rini, zerschlag den Spiegel. Lauf los! Opfere dich. Wieso gibt es da jetzt keine zweite Option? Das Spiel stellt einen gerade vor so eine gemeine, vollendete Tatsache. Das ist... Nein! Und es bleibt nichts anderes übrig. Es tut mir leid, Cedric. Hey, ist das dein Kopf oder hat sich dein Hals gerade übergeben? Wieso arbeitest du nicht auf einem Fischkutter? Als Gestank? Hat euch schon mal einer gesagt, wie überflüssig ihr seid? Wie Einbeinige auf einer Arschtrittparty! Dem Schicksal ins Auge. War es dein wahrer Bruder, Cedric? Ich kann nichts machen. Jetzt guck doch nicht zu. Rini, geh einfach weiter. Guck nicht hin. So entstehen diese Suche. Alle diese Sucher sind Bewohner aus Silence. Alle diese Sucher waren einst Menschen in diesem wunderschönen Traum. Es ist so abstrakt schön und trotzdem so grausam. Ich weiß nicht, wie man sowas beschreiben sollte, aber es ist einfach nur... Oh.
Wir klettern den Leuchtturm nach oben. Doch was wir oben finden werden, ist sehr ungewiss. Wird es da oben die Rettung geben oder laufen wir im Kreis? Was? Wir laufen im Kreis. Ja. Und was nun? Benutzt den Splitter. Ich bin gefangen. Der Splitter, Rini. Rini, der Splitter. Kann ich den Splitter nicht irgendwie nutzen? Ich hab einen Splitter dabei, ich weiß. Seid ihr so ein Spot? Wie soll ich mit ohne euch denn nur weiterkommen? Mit ohne euch? Was bringt es, wenn ich im Kreis laufe? Ach so, so kann ich näher ranzoomen, okay. Shan hat gesagt, der Splitter zeigt den Weg. Durch das hoffnungslose Lichtermeer oder so. Lieber Stern, wo der Thronsaal ist, wüsste ich gern. Na los! Oh, wie schön! Okay, ich kann die Strahlen, also... Bringt das denn was? Hä? Was ist denn jetzt los? Wow, das machst du echt toll, Splitter. Ach so, jetzt zeige ich ein Sternbilder. Ach so. Ein Ausweg. Danke, Splitter. Wir haben leider nur 3 Stufen. Wir brauchen mehr. Ich brauche ein weiteres Sternbild. Da ist kein weiteres Sternbild. Ach, da drüben, da. Das ist einfach mal eine richtig... Muss ich die überhaupt verbinden? Nee, muss ich nicht. Geh weg. Hallo, geh weg. Ich kann die runterlasern. Schön. Ich muss die anderen Sterne gar nicht wegmachen. Alles so. Ich darf die anderen, glaube ich, nur nicht berühren. Ich will auch fliegen. Ach, schön. Flügel. Gibt's das Sternbild überhaupt? Fische gab's ja vorher. Vorher war das Sternbild Fische. Und jetzt gibt's Flügel. Das Sternbild kenne ich nämlich gar nicht. Wir brauchen ein weiteres Sternbild. Da, Sterne. Das ist einfach mal so eine richtig gute Idee. Das ist so richtig... Das repräsentiert das Spiel nochmal richtig. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Runter. Scheiße, nein. Okay, dann macht es vielleicht doch Sinn, die Dinger vorher wegzumachen als die anderen Sterne. Okay, wir kriegen das so hin. Geh runter. Pull. Geh weg. Ich wünschte, Cedric könnte das sehen. Cedric. Cedric ist ein Sternbild? Naja, wir sind in Silence. Da ist es doch möglich. So, ein weiteres Sternbild, bitte. Krieg ich kein weiteres Sternbild? Hier sind die Fische. Da ist noch ein Sternbild. Alles klar, okay. Ich finde, das ist so eine richtige, schöne, abstrakte Weise hier. Nochmal ein letztes Rätsel reinzubringen, weil es wird eines der letzten Rätsel sein. Nein, du Super, ich laser dich runter. Es wird wahrscheinlich eines der letzten Rätsel hier sein, habe ich so das Gefühl, denn es neigt sich alles dem Ende entgegen und ich glaube, es könnte ein Finale werden. Das ist alles noch ein bisschen da. Kummer. Nein, Spot. Mann. Wow! Ein Wolkenschloss. Ob es ein Mondschloss? Ein Lichtschloss. Ein Lichtschloss. Okay, dann machen wir ein Lichtschloss draus, Rini. Bin ich auch einverstanden mit. Okay. Rini, dein Schicksal. Lauf und beende diesen Traum. Kehr zurück in die reale Welt, die vielleicht nicht so schön und abstrakt ist, aber sie ist real. Kehre dorthin zurück, Green. Zerschlage den Spiegel und beende diesen Traum.
Ist das der heißer kochende Spiegel? Wir haben einen Splitter. Das ist der Thronsaal? Du bist die Königin, Rini. Die einzige wahre. Falsche Königin. Bist du hier? Ich will zurück. Endlich bringst du mir den Splitter. Nö, mach ich gar nicht. Ich mach den Spiegel kaputt. So. Witzig. Brauchst gar nicht so blöd tun. Meinst du bloß, weil die Sucher dir gehorchen, hab ich Angst vor dir? Kein bisschen. Die Sucher suchen den Splitter. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und wer ihnen im Weg steht, wird auch zum Sucher. Denn nichts ist wichtiger, als den Splitter zu finden. Den Splitter der Wahrheit. Die falsche Königin. Aber recht, wir tun nicht mehr. Sie können wieder die Menschen werden, die sie vorher waren. Du kannst sie zurückverwandeln? Ich nicht. Der Spiegel kann das, sobald er wieder vollständig ist. Also bring den Splitter her. Aber du bist ja ich. Nicht ganz. Wie du siehst, fehlt mir eine Ecke. Und außerdem friere ich, während du in Wolle gepackt bist. Bist du die falsche Königin? Ich bin nicht falsch, nur spiegelverkehrt. Und etwas lediert, aber bald wieder vollständig. Aber wieso? Was hat das zu bedeuten? Viele Fragen, auf die du die Antwort längst weißt. Aber nicht wahrhaben willst. Aber das ist mir egal. Du hast etwas, das mir fehlt. Also gib es mir. Ich will den Splitter. Ist das jetzt gerade eine endgültige Entscheidung, die wir hier treffen? Nein, niemals. Heißt natürlich nein. Und wir zerstören dann wahrscheinlich den Spiegel. Ja, wenn du mir sagst, warum, heißt aber nicht direkt, dass wir ihr den geben. Ich will wissen, warum und was sie mit der ganzen Sache zu tun hat. Ich will einfach mehr wissen. Das ist mir alles noch ein bisschen zu schleierhaft. Sag mir, warum ich ihn dir geben sollte. Ganz ruhig und gekriegt. Fragst du? Warum? Ich erfriere. Ich spüre meine Finger schon nicht mehr. Dafür tut mir der Kopf weh. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kannst meinen Mantel haben. Puh, der wird nicht helfen. Sag mal, du begreifst es wirklich nicht, oder? Was meinst du? Na schön. Ich war lang genug die Böse. Zeit für die Wahrheit. Augen auf. Ist das die Realität? Ich wusste es. Wach auf, Noah! Noah! Bitte wach auf! Er ist tot. Da draußen gibt es nichts mehr für dich. Aber wenn du mir den Splitter gibst, wenn wir ihn einsetzen, dann wird Silence geheilt. Der Krieg dort wird nie aufhören. Aber in Silence schon. Und die Sucher werden wieder zu den Menschen, die sie vorher waren. Glaubst du, Janus und Sam werden wieder da sein? Das glaube ich nicht nur. Das weiß ich. Und Sedgwick auch? Sobald der Splitter eingesetzt wurde. Auch wenn es da draußen kein Noah mehr für dich geben wird, der Sedgwick hier in Silence wird für immer an deiner Seite sein. Alles wird wieder gut. Das klingt einfach fast zu schön, um wahr zu sein. Ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne in einer Traumwelt lebt. Und ich weiß natürlich, dass die reale Welt eine reale Welt voller Krieg ist. Und dass es vielleicht schöner ist in Silence. Aber ich will das nicht entscheiden müssen. Nein! Dieses Spiel ist böse. Gibt es einen Zwischenweg oder so? Ich will versuchen zu selektieren. In dieser Welt. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Welt zwischen Leben und Tod.
Diese Welt wurde uns gegeben, damit wir die Möglichkeit haben, zurückzukommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, den Spiegel zu zerschlagen, ist es unsere Rettung. Wir landen wieder in der normalen Welt. Wir sind dann wieder quasi am Leben in der realen Welt. Aber was ist mit Noah? Der liegt da auch noch. Ist er gerade auch in einer Traumwelt gefangen oder hat er schon wirklich das Ende hinter sich? Ist Noah noch am Leben oder gibt es noch eine Zukunft für ihn? Denn ich weiß nicht, ob Rini alleine in einer Welt voller Krieg überleben würde oder ob es sie nicht einfach nur kaputt macht. Aber ich will Rini auch nicht in einer Traumwelt zurücklassen. Das wäre einfach nicht richtig, obwohl es schön wäre. Und mal angemerkt, ich vertraue dieser falschen Königin kein Stück. Ich habe einfach noch Hoffnung, dass es in unserer Welt, in der realen Welt noch eine Zukunft gibt für hoffentlich beide, für Noah und Rini. Ich würde ganz gerne den Spiegel zerschlagen und ich würde ihn heilen. Mann! Aber ich muss den richtigen Weg gehen, denn das hier ist eine Traumwelt, das ist eine Illusion und ich will zurück in die wahre Welt, die vielleicht nicht ganz so schön ist, aber diese Welt ist die Wahrheit und keine Illusion. Ich will diesen Traum beenden. Ich will zurück zu meinem Bruder. Ist mir alles egal. Ich will raus. Nein! Das wahre Gesicht der falschen Königin. Das ist das Ende eines langen Traumes, das Ende einer Welt, die zweite Welt, die durch unsere Hand zerstört wird, doch diesmal wurde sie durch Rini zerstört. Das ist das Ende von Silence. Die Narbe. Oh nein. Cedric, wach auf. Oder besser gesagt, Noah, wach auf. Noah! Das kann nicht das Ende sein. Das kann nicht das Ende sein. Das kann nicht das Ende sein. Ich will das nicht glauben. Sei stark, Rini. Ich mochte deine Geschichte, Noah. Jetzt erzähle ich dir eine. Und das ist das Ende einer Reise. Am Ende so eines Let's Plays muss man wirklich viele Dinge wirklich für sich selbst ordnen. Das ist einfach nur schlimm. Kommt jetzt noch was? Jetzt kommen wahrscheinlich die Credits, ne? Der richtige Annahme? Ja, sind die Credits. Ah, Marco Hüllen, Carsten Fichtelmann, der alte Braunschweiger. Ah, der gute Carsten Fichtelmann. Ah, Grüße gehen raus. So, aber Leute, das war einfach mal so... Ah! Das war fucking krass. Dieses Spiel hat einfach so viel gegeben. Und ich liebe einfach dieses musikalische Theme von dem Spiel. Ich will jetzt nicht lange noch rumsteigen. Ich werde die kompletten Credits nicht durchlaufen lassen. Ich will einfach nur noch mal einen kurzen Senf am Ende dazugeben. Das Ende fand ich ja mal mega gut gemacht. Was ich eigentlich ein bisschen schade fand, war... Ist jetzt Noah wirklich tot oder ist das einfach nur ein Cliffhanger auf vielleicht einen dritten Teil von Silence? Ich habe keine Ahnung.
Obwohl an der einen Stelle. Ich weiß nicht, ob ich mich da versehen habe. Ich werde auf jeden Fall da im Schnitt noch nachher mal genauer drauf gucken und drauf zoomen. Ihr könnt das auch mal gerne machen. Ihr könnt gerne mal ein bisschen zurückspulen. An der Stelle, bevor die Kamera rangezoomt ist auf Rini, da dachte ich, hat sich die Hand von Cedric bewegt. Nicht danach, am Ende, wo die Hand hochging durch das Schütteln, sondern davor. Da hat sich die Hand bewegt. Ich glaube, durch Cedrics eigener Kraft. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das gesehen zu haben, dass Cedrics Hand sich bewegt hat. So mit Hilfe von Cedrics eigener Kraft. Nicht durch Renes äußeren Einfluss. Da könnt ihr auf jeden Fall mal kurz zurückskippen. Ein bisschen zurückspulen und mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es auf jeden Fall auch in der Nachbearbeitung von dem Gameplay hier auch nochmal genauer in Augenschein nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe so das Gefühl, dass ich sowas gesehen habe. Aber Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das soll es gewesen sein mit Silent the Whispering World 2. Ein weiteres Let's Play von meinem Kanal, das zu Ende geht. Ein weiteres wunderschönes Let's Play. Ich bereue keine Minute in dem Spiel. Das war einfach nur so schön. Das nächste Spiel, da kann ich mal ein bisschen anteasern. Das wird etwas anderes sein, denn ich bin ein bisschen mehr Vielfalt auf meinem Kanal. Jetzt hatten wir ein bisschen ruhigeres Spiel und das nächste Spiel ein bisschen mehr mit Action zu tun haben. Und danach werden wir wieder irgendwas ruhigeres spielen. Also ich will so ein bisschen das alles in der Waage halten. Ich will nicht komplett auf Sad Violin machen, sondern auch mal ein bisschen Action draufballern und so. Also, das hat, war jetzt kein Teaser mit, ich will Ballerspiele spielen. Wir werden kein Call of Duty oder so spielen. Wir werden irgendwas mit Story spielen, denn ich bin ein Story-Let's Player. Und es wird auch eine mehr oder weniger gute Story sein. Was es genau sein wird, weiß ich noch nicht, aber es wird ein bisschen was mit Action sein. Aber Leute, ihr könnt euch ja überraschen lassen. Übermorgen ist es ja schon soweit, denn der Rhythmus bleibt natürlich weiterhin bestehen. Elder Scrolls jeden zweiten Tag und dann dazwischen immer ein anderes Projekt. Was es sein wird, da lasst euch gerne überraschen. Ich weiß es wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, schon. Ich habe wahrscheinlich schon 10 Folgen voraus aufgenommen. Aber egal. Ja, ich verabschiede mich ein letztes Mal in diesem Projekt von euch. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und schreibt auf jeden Fall auch eure kompletten Gedanken in die Kommentare. Und skippt auf jeden Fall mal zurück, um das zu sehen. Denn ich glaube, seine Hand hat sich bewegt. Und vielleicht könnte das heißen, dass der gute Noah, der hier auch gerade durch das Bild wischt, dass der liebe gute Noah noch am Leben ist und dass es vielleicht eine Anspielung auf vielleicht einen dritten Teil ist, denn vielleicht geht es weiter. Ich würde mir auf jeden Fall mega freuen, wenn es weitergeht. So Leute, was soll es wirklich sein? Schreibt auf jeden Fall ein paar Kommentare, ein paar nette und ich will das einfach alles durchlaufen lassen, ich weiß auch nicht. Nee, komm, hier ist Schluss. Schreibt mir ein paar Kommentare und lasst auf jeden Fall auch eine klitzekleine Bewertung da. Ich verabschiede mich mit einem Ring und sagt, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache, bis zum nächsten Projekt. Rayon is out. Ciao.